Ruhe bitte! Das Ozonloch über der Antarktis ist so groß wie noch nie. Moment mal, es ist schon wieder soweit. Ja? Wenn man ausmacht, immer wenn man Weltmeister werden, oder? Ja, darf ich mein Mikrofon jetzt wieder haben? Na, Moment. Jetzt frage ich mal. Ja, ist nicht so leicht, gell? Ist nicht so leicht. Junger Vater, allein mal quer. Ist nicht so leicht, eine Frage stellen, gescheite, gell? Wir können alles fragen, was Sie schon immer über den Krankenkassenwechsel wissen wollten. So. Ich weiß nicht, ob das die Themen sind heute an der Börse. Das werden wir gleich erörtern. Die Unregelmäßigkeiten der Parteienfinanzierung seien bei der CDU auch nach dem Ausscheiden von Walter Leisler-Kiep. Herr Kiep hat gesagt, dass alle hätten an führender Stelle immer über die Einnahmen der Partei Bescheid gewusst. Nein, das hat er nicht gesagt. Da müssen Sie es genau zitieren. Sie sind ein Fälscher in diesem Fall, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich hoffe auch, dass Sie das mal so senden. Können Sie uns nicht trotzdem in eigenen Worten zumindest eine kurze Stellungnahme geben, die das klarstellt? Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Meine Damen und Herren, wenn dieses Herrnockel beendet sein wird, gibt es eine kleine musikalische Show-Einlage. Danach geht es weiter. Letzter Kilometer. Giuseppe Guerini vor dem dritten italienischen Sieg in Folge. Hier oben in Alpe d'Huez nach zweimal Pantani. Jetzt. Das ist ja ein Unding. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Zuschauer ist ihm da in den Weg gelaufen, hilft ihm wieder aufs Rad. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein planmäßiger Boxenstock und hinten rechts kriegt er Karat. Was ist denn da los? Ja, gibt's das auch? Ja, Madonna scheint da der eine Mechaniker zu sein. Also das haben wir noch nie erlebt. Also das gab's doch noch nicht. Ich meine, Ferrari, wie will man so eine Weltmeisterschaft gewinnen? Ja gut, ich meine aufzuholen, eigentlich denke ich jetzt nicht mehr so an Gesamtwertung. Es bringt mir ja eh nichts, weil ich muss in Bischofshofen zwei gute Sprünge machen. Sicher. Hey, reiß doch jetzt mal Sandown, ihr Trottels! Also ich brich hier ab, es hat keinen Sinn. Wir kommen zum Wetter. Bei dem Blödsinn, jetzt fange ich wieder von vorne an. Und zwar ziehen sich diese Wolken vom Nordwesten hinunter bis zum Südosten. Und genau hier gibt es heute Morgen die höchsten Temperaturen. Borkum 13 Grad, Spiekeroog, Stadthagen und Fulda 10 Grad, Kronach 8, Nabburg 9 und... Ist da noch ein Punkt, den Sie... ...Schwald und... ...nicht drin ist. Das war interessant. Hannover. Zugunglück auf der Bahnhauptstrecke Hannover-Dortmund. Hallo. Ja? Hallo. Ja, hallo. Ja, grüß. Guten Morgen. Hast du gerade Dummerjan zu mir gesagt? Dummerjan? Ja, das will ich aber auch meinen. Die Gastgeber nutzen die numerische Überlegenheit und kamen durch Treffer von Thomas Pratic und zweimal Ulf Kirsten noch zum Sieg. Warum habt ihr dieses Spiel verloren? Weil sich wieder die alten Weisheiten gut gemacht haben, weil die alten Weisheiten war normal. Wir haben den vorherigen Spiel. Schneid mal raus. Wer ist denn dein Lieblingsfußballspieler? Mitchell. Cherry? Von einem anderen Verein, ja. Wie jetzt? Nee, Cherry spielt Fußball? Nein, Mehmet Scholl. Ach, Mehmet Scholl! Wenn er sein Hemd auszieht, dann könnte man meinen, er spielt die Hauptrolle in Baywatch. mit den Hübschen von Los Angeles. Kaum Fett. Im Bauch sieht man ein Sixpack. Da kommt Freude auf. Ja. Hübsch? Also ist ein Typ, den du attraktiv findest? Also mein Typ persönlich nicht, weil ich nicht auf südländische Typen stehe. Ja. Aber er hat also der Körper schon sehr geil. Sexualität gehört nicht in die Jugend? Nein, meiner Ansicht nach nicht. Sexualität ist für mich nur dazu da, um in einer Ehe für Nachwuchs zu sorgen und sonst für gar nichts. Ist ein klares Standing. Darf ich fragen? Klar, wir sind ja offen miteinander. Fragen ja. Kann ich. Haben Sie schon mal Sex gehabt? Nein. Es geht ein Weg so weit, so weit. Halleluja. Der Weg geht in die Ewigkeit. Bitte, öffne mich ja wieder an. Reit mich, Cowboy! Mach's mir! Von mir das nicht. Da muss ich doch von Ihnen haben. Sie haben ihn doch gehabt, glauben Sie, die drei erst, Monate. Dass ich den Papagei seine Worte beibringen? Warum soll ich denn das machen? Oh.
500 Ausgaben haben wir schon von fabriziert. Da muss ich doch sagen und mir mal selbst gratulieren. Moment. Glückwunsch, Sexgott. Obwohl, man könnte Producer das Sexgott noch ein bisschen mehr betonen zum Schluss, ja? Moment. Glückwunsch, Sexgott. Ja, so habe ich das gerne. Jetzt lösche ich das ab. Nach Fleischbrühe? Genau. Mit einer Fleisch. Oh lala. Jetzt ist es passiert. Da müssen so fette, aufgedunsene Rosinen. Apropos fette, aufgedunsene Rosinen. Hier ist eine Moderatorin von Christina. Also, das, warte. Das, wenn Sie jetzt klatschen, gehe ich. Entschuldige. Nein, da gibt es nichts zu entschuldigen. Da gibt es was zu entschuldigen. Sag, was du sagen musst. Komm. Mach das alleine. Das hier ist die Umfeldstory, meine Damen und Herren. Komm, Versöhnung, Christine. Was würdest du denn machen, wenn ich dich plötzlich küssen würde, hä? Aber keine Angst, ich bin ja wohl erzogen. Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du das machen würdest. Ich habe Anke Engelke. Anke Engelke saß heute ganz nah an Steven Spielberg. Du willst es doch auch. Ich war ganz nah an Steven Spielberg dran. Anke, hast du was getrunken? Ja, ich habe alle Grund zum Feiern. Ich habe heute einen goldenen Mami gewonnen. Und ich fühle mich gut. Und ich freue mich, was du mir denn immer reicht hast, Jürgen. Das ist ja widerlich, was die hier macht. Die ist ja sturzbetrunken. Und dich habe ich am allerliebsten von allen. Komm her. Ich möchte das jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Ich bin doch nur ein Abenteuer für dich. Ich stehe mir auf den billigen Spaß. Ein paar Bier, ein paar alte Schabracken und so. Deswegen schaue ich gerne Premiere Null. Da wird einem nichts geboten. Nur ein paar alte Drehscheibenfolgen aus den 70ern. Und dann auch noch in Mono. Auch noch schwarz-weiß. Die haben's echt drauf, die von Premiere Null.